Coach Hamburg, Berlin, an vielen Stellen Deutschlands. Dies ist mein Videoblog rund um die Themen Dating, Beziehung und Liebe. Und ja, heute geht es um das unangenehme Thema Lovebombing und Fast Forwarding. Nicht bei bösen Narzissten, sondern bei Co-Abhängigen oder Pluspolen. Ja, der Bindungsangstkurs geht auch heute los. Nächste Woche gibt es Manifestations-Challenge und Selbstliebe-Challenge. Basic, sollte jeder mal gemacht haben, der meine Arbeit kennt. Und ja, aber heute kümmern wir uns erstmal um dieses schlanke Thema. Lovebombing ist ja jemand so, ja, weiß ich nicht, nur auf Podest heben, Honig um Bart schmieren, ich weiß nicht was. Und Fast Forwarding ist eben eine Beziehung sehr schnell vorantreiben. Und je mehr ich so diesem Spiel von Pluspol und Minuspol so zuschaue, umso mehr sehe ich, ja, also jeder hat halt seine Themen, jeder spielt eine Rolle in diesem lustigen Spielchen. Und ja, und wenn es dann auch, vor allem wenn wir unsere Rollen spielen aus unseren Verletzungen und was wir alles so erlebt haben raus, dann ja, ist es halt manchmal auch nicht so echt, wie man denkt. Und dann geht es auseinander und dann wird geschimpft und dann ist der andere böse, ein Narzisst, ein Psychopath und der schlimmste Mensch der Welt. Und ja, wir sehen immer super gut, was der andere vielleicht falsch gemacht hat, aber unsere eigenen Sachen, die sehen wir nicht. Da sind wir ja die Engel, die Empathen und ja, und übersehen völlig, ja, das mag ja auch sein, ne? Aber dass wenn wir selber angetriggert sind, wenn wir selber unsere Schmerzpunkte kommen, in diesen Momenten vielleicht auch nicht so empathisch sind. Nur, dass man es mal gesagt hat, so, ne? okay. Ja, also die Gründe, warum man Lovebombing macht, sind, glaube ich, tatsächlich manchmal unterschiedlich. Also ich kann durchaus irgendwie so ein Aufreißer-Typ sein und Lovebombing einfach völlig gezielt einsetzen. Aber so im Pluspol ist es eben auch, ja, auch aus dieser Bedürftigkeit, aus diesem Problem mit Selbstliebe, ist man dann so begeistert, dass man, weiß ich nicht, seinen Partner am liebsten auffressen möchte und eben auch Lovebombt, so, ne, ohne vielleicht zu sehen, was für rote Flaggen der hat, einfach, vielleicht ist das Ego auch total gepusht, weil der besonders groß, besonders schön, besonders reich, besonders guter Snowboarder ist, Spaß, besonders Schauspieler, was weiß ich, Konzernbesitzer, Influencerin, ich weiß es nicht, also irgendwas, was wir meinen, was besonders toll ist. Ja, und dann wird dieser Mensch eben auch gelovebombt, weil aus diesem gefühlten, in Wirklichkeit gibt es den ja nicht, aber aus diesem gefühlten Minderwert, den man da vielleicht spürt, und plötzlich ist dieser Minderwert weg, weil wenn wir so einen tollen Partner haben, dann haben wir ja keinen Minderwert mehr, dann fühlen wir uns super und dann sind wir begeistert und dann wird der andere gelovebombt, bis ans geht nicht mehr. Ohne dass man genau hinguckt, ne? So. Und Fast Forwarding, also eine Beziehung schnell vorantreiben, ist eigentlich der gleiche Grund. Es ist einfach, ja, man ist begeistert, man ist verliebt. Es ist ja auch, das sind ja auch wirklich nicht die schlimmsten Sachen, ne? Lovebombing und Fast Forwarding. Also ich persönlich finde so Schuldumkehr und Future Faking und Gaslighting finde ich zerstörerischer, aber naja. Ist ja auch so eine Sache. Ich meine, wenn man total verliebt ist, natürlich lovebombt man den anderen ein bisschen. Natürlich möchte man das Ganze voranbringen. Aber ab einem gewissen Punkt gibt es eben auch eine sehr pluspolige Variante davon. Ne? Das ist alles, was ich sagen will. Und wenn das dann auseinandergeht, dann liegt es eben, also ist es eben auch nicht nur, ja, ich habe den anderen ja so doll geliebt, weil also was diese eigenen Emotionen wirklich wert sind, das sieht man erst, wenn der andere mitspielt in einer sicheren Beziehung. Und da kann man ja mal selber gucken, ob man nicht passive Bindungsangst hat und dann selber wegläuft, wenn der andere auf einmal bei allen mitspielt. Auch noch über die 100 Tage, über die 200 Tage hinaus. Dann wird es nämlich mal spannend, ob diese heiße Liebe, die wir da gesagt haben, ob die dann auch Bestand hat, ne? Und ob wir dann nicht selber plötzlich bindungsängstlich werden und dann denken, ach, ich dachte aber nur, die Bösen wären bindungsängstlich. Nein, ich kann das ja auch. Und ja gut, ich weiß, viele von meinen Zuschauern haben diesen Schritt schon gemacht. Das ist nicht alles so schwarz-weiß ist, deswegen euch sage ich wahrscheinlich nichts Neues. Aber ich sage es trotzdem mal, weil es gibt eben auch viele Beziehungen, die gehen auseinander und dann sagen beide, der andere ist aber dies, der hat das gemacht und oder dann gibt es so ein halbes Vorwissen von beiden und beide sagen dann, ja, du bist ja so und so und du bist ja so und so und du hast die Diagnose und der sagt, naja, du hast jene Diagnose.
kommen wir so weiter? Ich weiß es nicht, ne? Deswegen, ich finde es ja immer gut, es einfach an Verhaltensweisen festzumachen und letztlich an der Frage, tut mir das gut, was da passiert? Weil, ist ja auch ein sehr beliebter Spruch immer wieder, stabile Beziehungen stabilisieren und instabile Beziehungen destabilisieren. Und man muss eigentlich nur gucken, geht es einem besser in der Beziehung oder geht es einem schlechter? Und da muss man, dann kann man, also natürlich kann man immer versuchen, dann zu gucken, ob man das verbessert kriegt, aber was ich ja gelernt habe als Paartherapeut mit ja, fast 20 Jahren Berufserfahrung ist, wenn das Match nicht stimmt, also da kann man Paartherapie gegen anmachen, wie man will. Das wird, ich will jetzt nicht sagen, es ist unmöglich, weil nichts ist unmöglich, aber wird es echt schwierig und oder wie bergaufschwimmen, wie ich immer so gerne sage. So, ne? Deswegen, ja, arbeitet an euch, guckt, seht die Menschen, die ihr trifft, wirklich als Spiegel des Universums, als gigantischen Spiegel, nehmt die aus der Gleichung raus und guckt eher, okay, was zeigt mir das für Themen auf, anstatt ja, was wir sowieso schon auf der ganzen Welt haben, in diesem Schwarz-Weiß zu verharren.